Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Flughafeneröffnung in Berlin. Zur Einweihung des neuen Hauptstadt-Airports landeten Maschinen von EasyJet und Lufthansa. Der BER sollte ursprünglich schon vor 9 Jahren seinen Betrieb aufnehmen. Neuer Lockdown in Österreich. Kanzler Kurz kündigt ein Verbot von Veranstaltungen an. Private Hotelbesuche sollen bis Ende November nicht mehr möglich sein. Die Gastronomie darf so lange nur noch Lieferservice und Abholung anbieten. Von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens gelten Ausgangsbeschränkungen. Beginn der Regelungen ist Dienstag. Ausgangsverbot in Griechenland. Aufgrund der Corona-Ausbreitung sollen die Menschen von Dienstag an zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben. Restaurants, Bars, kulturelle und andere Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Die Maßnahmen sollen zunächst einen Monat lang gelten. Rettungsarbeiten nach Erdbeben in der Ägäis. In den betroffenen Regionen in der Türkei und Griechenland wird weiterhin nach Überlebenden gesucht. Mindestens 28 Menschen kamen bei dem Beben ums Leben, mehr als 800 wurden verletzt. Trauer um Sean Connery. Der frühere James-Bond-Darsteller starb im Alter von 90 Jahren. Der Schotte war über Jahrzehnte in dutzenden Rollen als Charakterdarsteller und Actionheld zu sehen und wurde unter anderem mit einem Oscar und 3 Golden Globes ausgezeichnet. Das Wetter. Morgen stark bewölkt, zeitweise Regen. Anfangs ist es in Alpennähe noch freundlich. Im Westen und Nordwesten wird es windig. Die Höchstwerte 10 bis 19 Grad.